Ja, hallo, in diesem Video möchte ich ein bisschen über Erfolgsquoten sprechen für eine Kampagne, die 12 Monate lang geht, mit einem Kunden, der E-Shop-Lösungen verkauft, zwischen 300.000 und 700.000 ist ein Durchschnittswert. Er kann auch wesentlich darüber sein, aber auch ein bisschen darunter, okay, also so im Durchschnitt. Ja, und wir gehen davon aus, dass wir sozusagen hier 1.000, sagen wir, ungefähr 1.000 Firmen bearbeiten. Ja, und von diesen 1.000 Firmen, ja, machen wir ungefähr 10%. Das entspricht 100 sogenannte DC Discovery Calls. Ja. Manche sagen auch Kennenlerntermine dazu, manche sagen auch Analysegespräch oder was auch immer. Ja, Kennenlerngespräch hört sich so ein bisschen an, naja, man möchte sie halt mal kennenlernen und so, ansonsten passiert da nichts. Nein, das ist nicht so. Ein Discovery Call ist bei uns, bei Klein Marketing, ganz konkret definiert. Ja, und zwar gibt es hier Kriterien, ja, ganz konkrete, die Kriterien, was im Discovery Call alles vorhanden sein muss. Das ist auch vertraglich so geregelt mit unseren Kunden, dass wir nicht einfach irgendwelche Termine machen können und sagen, naja, wir haben doch jetzt jeden Monat 12 Termine gemacht, ja, und passt doch alles, ne? Aber dann war da überhaupt kein Bedarf oder irgendwas. Ja, also, die Kriterien sind wie folgt. Kriterium Nummer 1, Budget. Ja, und ich starte gleich mit dem Schwierigsten zu Beginn, denn wozu reden wir überhaupt, wenn noch gar kein Budget vorhanden ist? Und zwar reden wir hier Budget innerhalb kleiner gleich 12 Monate. Ja, denn es ist ja häufig so, dass man sagt, naja gut, wir schnüren jetzt das Paket, also für Projekte, die wir in 2 Monaten starten, in 3, in 4 und 5. Sagen wir mal, der Unterschied zwischen Budgetfreigabe und Projektstart kann schon ein paar Monate Unterschied sein, je nachdem. Ja? Also von daher machen wir hier mal 12 Monate, um auf der sicheren Seite zu sein. Denn wir wollen ja nicht, dass uns ein gutes Projekt durch die Lappen geht für 500.000 Euro im Durchschnitt, ja? Nur weil es sagen wir mal, 6 Monate später startet. Ne? Also das wollen wir ja nicht. Also so ein paar Monate hinterher. Okay, dann das nächste ist Bedarf an der Lösung. Ja, denn manche haben halt Budget, ja, und ich könnte auch sagen Kaufkraft. Ja, denn es ist natürlich super wichtig, dass wir wissen, okay, der Kunde hat Budget. Aber wenn der Kunde, sagen wir mal, Budget hat und der hat nur 20.000 oder 50.000, ja, aber unsere Lösung kostet halt im Durchschnitt 500.000, dann bringt uns das sehr wenig. Das heißt, er muss nicht nur einfach Budget haben, sondern muss auch quasi in die Zielgruppe passen, Kaufkraft. Das haben wir hier bei den 1.000 Firmen, ich mache es mit einer anderen Farbe, damit wir es ein bisschen besser sehen. Bei den 1.000 Firmen hier haben wir das schon ein bisschen quasi natürlich vorgefiltert. Also da kommen selten Firmen mit rein. Aber es passiert dann doch, dass wenn wir zum Beispiel auch zusätzlich Online-Marketing-Kampagnen schalten, dass dann so 5 oder 10% mal hier und da mal so kleinere Firmen mit reinrutschen. Einfach, ja, die halt einfach Interesse haben, die halt wirklich jetzt in dem Fall einen E-Shop zum Beispiel einführen wollen, aber halt zu klein sind, dass sie so eine Lösung für 500.000 Euro eben nicht installieren können. Ja, also 500.000 E-Shop-Lösungen sind in der Regel sowas wie SAP, Commerce, ja, Commerce Tools, Intershop, und Salesforce, Oracle
und IBM, obwohl Oracle und IBM die kaum noch im deutschsprachigen Raum kaum irgendwie eine Bedeutung noch haben, ne? Muss man ganz ehrlich mal so sagen. Ja, dann das nächste Kriterium ist nach Budget und Kaufkraft ist das Zeitfenster. Das habe ich aber hier schon hingeschrieben, ich schreibe es hier nochmal hin, Zeitfenster. Projektstart vom Zeitpunkt des Erstgesprächs kleiner gleich 12 Monate. Ansonsten zählt das Ganze nicht als DC, ja, also nicht als vollwertige Opportunity. Das hier könnte man auch sagen als SQL ist gleich Sales Qualified Opportunity. Ja, schreibe jetzt nicht nochmal aus. Ja, wir haben Budget, Kaufkraft, also Höhe des Budgets und Zeitfenster. Und dann müssen wir natürlich die richtigen Personen auch noch da, Kriterium, das ist natürlich die Entscheider dabei sind. Aber ich kann ja gleich sagen, Entscheider ist ein sehr breiter Begriff. Im Enterprise-Segment, wo wir dann so Lösungen haben von 500.000 Euro und mehr, das ist in der Regel so, dass du, also ich habe letztens zum Beispiel ein Gespräch gehabt mit jemandem, da geht es auch um 1 Million oder sowas, also auch um 40 verschiedene Untershops und weltweit global Intershops und so weiter. Er sagte ungefähr, das sind 15 Personen global. Ja, 15 Personen global quasi, also 15 Entscheider, ja. Ja, 15 Entscheider, die damit, also die man alle irgendwie überzeugen muss und mit ins Boot holen muss und so weiter. Also, ja, das sind halt große Projekte. Das heißt, wir konzentrieren uns meistens auf einen dieser vielen Entscheider. Ja, und dann gibt es nicht den Entscheider, sondern es gibt halt diesen einen, der meistens halt im deutschsprachigen Raum das Ganze federführend halt leitet. Und häufig ist es halt einfach nicht nur einer, sondern zwei oder drei. Ja, aus der Technik, aus dem Business, aus der Fachabteilung, dies und das und jenes. Und dann manchmal ist auch mehr, manchmal weniger die Geschäftsführung mit involviert in der operativen Entscheidung und so weiter. Naja, also das soll es gewesen sein für dieses Video. Das sind so ein bisschen die Quoten, die Kriterien, nicht die Quoten, also das ist die erste Quote und das Kriterium für die Quote. Ne? Also nochmal ganz kurz, wir fangen meistens mit 1000 Firmen an für einen Zeitraum von 12 Monaten. Die sind schon sehr, sehr gut vorselektiert. Davon machen wir meistens so 10-20%. Ich habe jetzt auch so, sagen wir mal, modest. Machen wir Calls. Also wir haben dann ungefähr so 100 bis 200, meistens so 100, 120 Termine. Also das sind dann ungefähr so 10 bis 12 Termine, 2 bis 3 Termine die Woche, 10 bis 12 Termine im Monat. Ja, aus 1000 Firmen insgesamt. Das ist so ganz normal mit all diesen Kriterien und so weiter. Das sind so richtige Opportunities, ganz konkrete Projekte, die wir für dich in dem Fall, also für unseren Kunden dann eben abliefern und das von so einer Höhe hier. Ne? Also man kann schon sagen, 100 Projekte im Jahr mit einem Potenzial von 500.000 im Durchschnitt sind dann schon 50 Millionen. Ja? Und das ist nicht so schlecht, aber natürlich ist es jetzt nicht sozusagen, ist jetzt nicht die Abschlussrate, auf die komme ich dann im nächsten Video. Bis gleich.